Sie haben keine Befugnis, um uns zu befördern, oder? Ich kann mit Ihnen gerne was machen. Sind Sie hier für die Fahrschule, oder? Wir haben jetzt die Fahrschule erfolgreich absolviert und wir müssten befördert werden. Das glaube ich nicht. Die Beförderung gibt's erst, wenn Sie ein gewisses Straßenschildtraining mit mir absolvieren. Zu uns hat's gießen, wenn die Fahrschule fertig ist und dann können wir fahren. Kommen Sie mal beiseite. Also, ich werde Sie befördern, wenn Sie mir einige Straßenschilder erfolgreich benennen können. Das Stoppschild. Ist ein Stoppschild. Richtig. Vorfahrtsgewehrschild. Hospitalschild. Das ist ein Parkverbot nur für B-Laden und Entladen. Sind Sie sich auf da sicher? Seiten. B- und Entladen ist an dieser Stelle erlaubt. Genau. Was ist das hier für ein Schild? Das ist eine Fahne, das ist eine LGBTQ-Flagge. Und das hier? Das ist eine Deutschlandflagge. Und das hier? Europa. Was ist das hier? Ein Autobahnschild. Und das hier? Das ist Achtung, Rutschgefahr. Und was ist das hier? Keine Ahnung, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Und das hier? Das ist ein Becher. Und das? Das ist ein Skateboard. Und das hier? Das ist ein Halloween-Kürbis. Ah, Sie haben erfolgreich bestanden. Okay, wir üben kurz hier. Ja. Geh mal zum Kofferraum hier. Ja. Jetzt kannst du G drücken. Okay. Und jetzt dir dann so Sachen rausnehmen. Ah, okay. Oh, das ist viel. Ah, okay. Okay. Und ich baue jetzt hier sowas hin. Ich verstehe. Okay, mit Entfernen kannst du es wieder nehmen. Und wenn, dann zum Kofferraum. Mal? Warte, kann ich nochmal hier? Entfernen. Ah. Und dann hier einfach zum Kofferraum G drücken. Gerät ablegen, genau. Das ist geil, das ist richtig, richtig gut. Und jetzt komm, los. Ein paar Sekunden später. Soll ich das anmachen oder ist das bei dir zu krass mit deiner Grafikmod? Ich krieg da einen Anfall von, glaube ich. Okay. Oder willst du noch mit einem Bagger kommen? So einen richtigen Bagger oder so einen Mini-Bagger? Der stellt mir jetzt nicht so einen Riesen-Bagger hier hin, so eine Planierraum. Junge, ich hab was. Yo, es ist wirklich ein Bagger. Aber der ist halt auch sehr langsam, ne? Also das ist schon Max-Geschwindigkeit. Oh, jetzt kommen sie alle raus. Ja, guten Tag, hallo. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Wir sind von den Stadtwerken. Hier soll Glasfaser ausgebaut werden. Glasfaser? Glasfaser. Steht hier drauf. Lassen Sie mich mal drüber schauen, bitte. Schauen Sie mal. Geben Sie mir das mal her. Glasfaser, CC. Den Antrag haben Sie ausgefüllt. Aber, Scusa, da steht 9. September, wir haben den 8. Wir haben uns ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Zeit verspätet, ja? Also ich und meine Jungs haben nur eigentlich alles eingeplant für morgen, weil morgen gehen wir zum Strand schwimmen, während Sie hier arbeiten können. Machen Sie sich keine Sorgen, die Nachtbaustellen sind immer komfortabler. Geht auch schneller. Wie lange brauchen Sie denn? Auch nicht lange, 5 Minuten. 5 Minuten? Das geht ganz schnell. Wir holen dann mal den Zaun, ja? Wollen Sie den Auftrag wieder haben? Das ist nur eine Kopie. Können Sie behalten. Okay, den lege ich dann bei mir in die Garage. Das ist so scuffed. Es ist so unendlich scuffed. Okay. Komme ich hier auch noch raus danach? Si, Senor. Si. 5 Minuten. Okay. 5 Minuten, Jungs. Gib dir mal eine Uhr mit. Hast du denn auch schon die Pylonen aufgestellt, Kollege? Ich habe hier die Straße abgesperrt. Hier kommt keiner mehr rein und raus. Na, wir fehlen noch ein paar Schilder. Wir brauchen noch mehr Schilder. Stimmt. Parkverbot, nicht vergessen. Hey! Hier so, ist mach hier. Parkverbot. Halt's Maul, verpiss dich. Mach den Scheiß hier weg. Ey, hier ist Parkverbot. Digga, was für Parkverbot? Ja, frag doch mal deinen Chef. Der hat uns den Auftrag hier erteilt. Digga, Harry, was soll der Scheiß hier? Ich habe gesagt, für morgen. Guck auf die Uhr, ne? Also 5 Minuten, ne? Ja, das geht schnell, Scheiße, wir sind schnell fertig. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich muss dann auch noch mal hier aufs Grundstück, ne? Nee, du gehst da runter. Du machst ja alles kaputt. Digga, was willst du denn jetzt? Runter da mit dir. Wir müssen Glasfaser verlegen. Warten Sie mal kurz. Das haben wir doch Kollege, warten Sie doch. Aus China gemacht. So, wir müssen hier einmal durchbaggern. Ja, die Garage ist erstmal gesperrt, ne? Die Garage? Warum ist der jetzt meine Garage? Was soll das denn? So, ich fang mal an zu buddeln hier. Hallo, was soll das? Mein Boden. Hallo, hör mal auf jetzt hier. Ja, wir müssen hier einmal durch. Entschuldigung. Das muss doch aufgebaut werden, alles. Die Leitung ist aber auf andere Seite. Die Leitung führt hier rein, das ist normal. Nein, andere Seite. Sie müssen andere Seite buddeln. Kriegen wir hier auch was zu essen? Oder zu trinken? Ja, wie halt mal die Schnauze? Komm her, ich zieh dir deinen Ohren hier lang. Ey, alles gut. Kein Streit. Wir sind nur hier, um zu arbeiten, okay? Herr Kollege, wir müssen die Pylonen holen. Was denn jetzt für Pylonen? Hallo? Hallo. Ich nehm gleich den Bagger und mach euer Auto platt. Was haben wir denn hier noch so für Sachen? So, komm einmal mit, hilf mir mal tragen, das ist schwer. Guck mal, der klaut unseren Bagger. Der klaut unser Bagger, den brauchen wir noch. Die klauen uns auch unser Stadtwerkfahrzeug. Naja, dann können wir leider nicht weiterarbeiten. Digga, also was ist das jetzt hier für ein Bullshit? Sag mal, Großer. Ja, Ihre Kollegen haben uns gerade unsere Werkzeuge geklaut. Ja, scheiße gelaufen. Ne? Das ist nicht unser Problem, das ist also Ihr Problem. Ja, sagen Sie, funken die Kollegen jetzt an, weil es kann sein, dass uns der Motor überhitzt und das dann explodiert, ne? Lieber Herr Bauarbeiter, wollen Sie irgendwie ein Feierabendbier haben oder so? Wir haben noch nicht mal angefangen. Ja, Bier hat noch nicht mal angefangen. Ey, was soll denn der Scheiß jetzt hier haben?
Hallo. Ja, wir müssen absperren. Das ist zur Sicherheit. Mach das mal wieder weg. Das ist zur Sicherheit, Kollege. Ja, was für Sicherheit? Die Sicherheit geht vor. Können Sie die vielleicht anfunken, dass die unser Werkzeug wiederbringen? Sonst dauert das zu lange. Ja, Sven, du bitte sagst. Naja, das ist Ihre Leitung, die sonst nicht gelegt wird. Ja, ich brauch den Scheiß nicht. Ich hab kein Gaming-Zimmer oben. Ja, ich schon. Für mich ist das wichtig. Ich muss noch Videos schneiden und produzieren. Komm ab, komm, geh rein wieder. Komm, setz dich hin. Warum? Ey, das weiß ich, warum du keinen Bagger fahren kannst. Komm, pack mal mit an, Kollege. Ich hab auch eine Schutzbrille auf. Wenn Sie so einen extra Stresslufthammer haben, helfe ich Ihnen auch gerne. Entfernen Sie sich doch einfach gerade, damit wir in Ruhe arbeiten können. Wollte schon immer mal Baggerfahrer sein, jetzt kann ich das sein. Oha, ist das cool. Muss man für Baggerfahrer auf Mathe können? Ja, eventuell müssten Sie tatsächlich Mathe können, aber so wie Sie aussehen, haben Sie nicht mal die Hauptschule abgeschlossen. Guck mal, du hast 2 Minuten, diese scheiß Leitung noch zu legen. Um 10 seid ihr hier wieder raus, dann ist hier Ruhe. Mittagspause, ach, das ist doch toll. Wir essen mal kurz ein bisschen was. Haben Sie vielleicht Fleischkäsebrötchen da? Ja, klar. Sind Kassler oder so? Haben Sie vielleicht einen Stuhl dabei? Die wollen mich doch verarschen. Jetzt machen wir eine Mittagspause. Hier, ich brauche auch einen Stuhl. Ja. Ah, prima, prima. Digga, was macht ihr denn jetzt hier? Was für Mittagspause? Da gehen Sie jetzt mal aus dem Weg hier, ne? Ja, wie Mittagspause? Hallo, du hast nicht gearbeitet hier. Lecker Burger. Warum arbeitet ihr denn nicht? Hallo, ihr wollt ja also fertig werden. Also 5 Minuten sind gleich vorbei und wenn sie dann nicht fertig sind, schmeiße ich sie einfach raus. Okay, das wissen Sie, ne? Ja, wir holen jetzt ganz in Ruhe mal unser Gerät, ne? Wir holen mal kurz unser Gerät. Ja, hol mal dein Gerät. Komm, ich warte. Besser ist. Ich glaube, die haben dich erkannt. Ach, meinst du? Hast du nicht noch diesen einen Stimmverzerrer? Ja, natürlich. Ja, aber ich glaube, das ist besser damit. Dann fühlen die sich wirklich getriggert, ja, weil die denken, wir sind echt Stadtwerk-Mitarbeiter. Weißt? Können wir beim nächsten Fall machen. Da, wo es nicht glatt ist, kann gerannt werden, Jungs, ja? Und Tempo ist kein Taschentuch, Männers. Komm mal schleppen, Junge. Komm mal schleppen. Soll ich schleppen, Herr? Komm schleppen. 2 Beine, 2 Steine. Jetzt mach hinne. Der Herr von der Stadtwerke? Ja. Haben Sie überhaupt eine Baugenehmigung? Haben Sie eine Baugenehmigung? Woher? Sie haben uns den Auftrag erteilt. Wir sind nur die ausführende Kraft. Ich habe gar nichts erteilt. Hey, Hände hoch. Hallo. Okay. Hallo. Ihr Leben ist in Gefahr. Warum laufen Sie weg? Kommen Sie zurück. Kommen Sie sofort zurück. Kommen Sie runter. Ins Wasser springen. Na los. Springen Sie ins Wasser und schwimmen Sie. Schwimmen Sie. Ich soll schwimmen? Schnell. Warum denn das? Digga, ich hab doch eine Waffe rausgeholt. Was ist das? Hat die Waffe weggesteckt. Hallo? Was soll das? Ich hab die Waffe draußen. Hast du gar nicht. Nein. Willst du nicht? Der Herr, der wollte nicht schleppen. Der hat sich vielleicht ein bisschen übernommen oder so. Ja, ich glaube, das ist doch gut. Kann er sich hier eine kleine Mittagspause gönnen. Ihr Kollege hat sich ein bisschen überschleppt. Ja, wie unser Kollege? Ihr könnt doch kein Auto fahren. Guck mal, wo euer Auto steht. Ich glaube, der hat kleine Kinderärmchen. Was wir gar nicht. Hallo. Das war ein Deadlift. Der wollte 2 Steine schleppen. Die waren zu schwer für ihn. Da können wir nichts für. Hallo. Also, was soll denn das jetzt hier? Hallo? Wie lasst unsere Kollegen dort hinten einfach verrecken? Der hat geschleppt, das lag nicht an uns. Auf zur nächsten Baustelle. Später. Wir müssen schon mal für die Hochzeit das absperren. Ey, Kanalarbeiten, die ganze Scheiße vor denen läuft auf die Straße. Muss zugemacht werden. Oh Gott, ist das ehrenlos. Oh Gott, das ist so böse. Das ist so gottlos böse. Oh nein. Bro. Was ist denn mit denen denn hier los? Ja, hallo, das sind Stadtarbeiten. Wir sind von den Stadtwerken, hallo. Gut, dann rufe ich die Polizei. Warum? Wenn das nicht sofort weg ist, dann rufe ich... Ja, ich rufe die Polizei. Nein, Moment. Hat hier nichts zu suchen, das ist eine Rettungsausfahrt. Sind Sie behindert? Entschuldigung, wie reden Sie mit mir? Schönen guten Tag. Nein, nicht die Polizei rufen. Hallo. Wir bauen hier unsere Rettungseinfahrten zu. Sir, Entschuldigung, Sir. Schauen Sie sich doch mal das Dokument an. Schauen Sie sich doch erstmal das Dokument an. Alle Zäune, Alter. Ja, also das muss hier sofort weg. Ansonsten räumen wir es. Weg. Die ganze Scheiße von Ihnen läuft hier auf die Straße. Es läuft gleich was anderes auf die Straße. Das ist Ihr LKW, wenn Sie jetzt nicht Ihre Karre wegfegen. Welcher LKW? Den Zaun ebenfalls. Ihre Mutter? Sollen wir zu Ihnen auch mal kommen und bei euch alles zunageln? Das ist eine Sache von 5 Minuten. Ach so. Stellen Sie sich doch nicht so an. Von der Stadtverwaltung. Herr Hauswirt hat hier gesagt, wir sollen das machen. Wie, der Hauswirt hat das gesagt? Schauen Sie sich das Dokument hier an. Nehmen Sie das mal bitte. Der Hauswirt ist das steht bei der hier. Feuerwehr und nicht bei der Stadtverwaltung. Das steht hier. Schauen Sie mal. Wir bauen das jetzt hier ab. Der Auftrag wurde uns erteilt. Sehen Sie das? Nö, wir lassen uns da auch wirklich nicht dazwischen reden. Wir lassen uns da nicht dazwischen reden von Ihnen. Sie müssen das jetzt hier... Sie haben hier nichts zu melden. Doch, ich habe hier was zu melden. Das wäre ja nicht das Problem. So, wir bauen das jetzt hier einmal zu und dann arbeiten wir. Das ist eine Sache von 5 Minuten und dann ist das auch erledigt, ja? Ja, dann bauen Sie dazu. Jo.
Ist kein Problem. Viel Spaß mit den Konsequenzen, sag ich. Ich sehe da keine Konsequenzen. Wenn Sie Ihre Kanalreinigung nicht vollführen lassen, können wir da auch nichts für. Also, ist nicht unser Problem. Machen Sie einfach Ihren Job. Ist von meiner Seite aus kein Problem. Genau, arbeiten Sie einfach, so lange wie Sie wollen. Wir haben ja auch noch eine andere Ausfahrt. Ist ja nur eine Sache von 5 Minuten. Machen Sie sich keine andere Seite reinfahren. Oh, ich glaube, hinten müssen wir auch einmal. Wir müssen auch einmal hinten zumachen. Nein. Wir fahren dann einmal kurz nach hinten, ja? Na, hinten die Einfahrt muss offen bleiben. Das ist schnell erledigt. Machen Sie sich keine Sorgen. Nee, hinten bleibt offen. Sie können ja auch den Herrn Hauswirt fragen. Oh, Entschuldigung, ich habe hier noch einen Zaun. Moment, den muss ich erstmal loswerden. Ich fahre mal kurz nach hinten. Das gibt noch richtig Stress gleich. Ich rieche Streit. Also wenn Sie das jetzt zumachen, dann hebe ich den LKW hoch. Sie können den LKW nicht hochheben. Sie sind gar nicht stark genug dafür. Doch, kann ich. Wie soll denn das funktionieren? Hallo. So, ich sag jetzt das letzte Mal, Sie unterlassen das jetzt bitte, weil die Rettungskräfte oder die Einsatzkräfte müssen auch ihre Arbeit erfüllen, weil sonst steht hier ganz rein statt gleich hier stehen. Aber Sir, das ist nicht unser Problem. Wir müssen hier einen Auftrag vollführen. Sie haben Ihre Kanalreinigung... Nein, hier ist kein Auftrag. Der Auftrag... Hören Sie mir doch erstmal zu. Nein, hören Sie mir zu. Sie die hören jährliche, mir jetzt erstmal zu. Die jährliche wir Kanalreinigung. Haben hier keinen Auftrag vorlegen von dem Fragen Sie doch mal keine den Herrn Hauswirt. Die Kanalreinigung haben Sie nicht vollziehen lassen. Deswegen sind wir jetzt hier und müssen das schnell in der Nacht erledigen. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Lassen Sie uns arbeiten. Nein. Und es gibt keine Probleme. Das ist keine Probleme. Sache von 5 Minuten. Da doch. Sterben in den 5 Minuten sterben Leute. Na, meine Gehirnzellen sterben. Bei Ihrer Art, wie Sie mit mir reden. Ja, ich muss ja mit Ihnen so reden, weil Sie den Scheiße hier aufbauen. Sie reden wie ein Lulatsch. Ohne Genehmigung. Wie ein Lulatsch reden Sie. Ja gut, das merke ich mir. Sie bauen das jetzt hier ab. Haben Sie ein Problem mit unserer Arbeit? Wollen Sie jetzt auch noch hier drin absperren? Oder? Nein, wir werden das hier genehmigt werden. Gar keiner. Die sind illegal hier. Die arbeiten vielleicht auch illegal. Ja, Polizei ist schon informiert. Ist mir egal. Ja. Die meinten aber, die haben keine Streifen da. Ja, die schicken doch hol mal den Bohrer raus. Hol den Bohrer raus, Manfred. Manfred, der Bohrer. An die Feuerwehr, ihr habt Securitas. Schutz, ruft Securitas, die nehmen die auch. Die sind jetzt mal vorläufig hier festgenommen. Warum ich bin von Stadtverwaltung. Scheiße, falscher. Nee, der Herr, der lügt. Verdammt. Wir haben sogar einen Ausweis. Wollen Sie unseren Ausweis sehen? Was steht denn da drauf? Können Sie nicht lesen? Gruppe 6. Also das da drauf sind nicht Sie. Oh, Entschuldigung. Das war falsch. Das ist der hier. Das sind auch nicht Sie. Doch, das ist mein Ausweis. Wie viele Ausweise haben Sie dabei, der Herr? Ich hab noch den hier und den hier. Und den habe ich auch. Ich nehme Sie jetzt fest. Hey, sagen Sie jetzt zur Polizei, das geht ja mal gar nicht. Hallo, wir sind von den Stadtwerken, Sie können mich nicht festnehmen. Die geben sich ja als eine andere Person aus. Sie sind nicht von den Stadtwerken. Schnell, renn, Manfred. Oh Gott, wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz schnell raus. Oh, es ist alles zu. Ist alles abgeschlossen. Die haben alles zugemacht. Nein, sind Sie der Herr Hauswirt? Können Sie mir erklären, was hier los ist? Ja, ich bin der Herr Hauswirt. Also, Herr Hauswirt. Hauswirt, renne ich mit denen die Polizei. Wir haben hier ein Dokument vorliegen, dass wir hier die Kanalarbeiten vollziehen sollen. Und das haben Sie ausgehändigt. Schauen Sie, das haben Sie uns ausgehändigt. Das Dokument. Ja. Da steht Ihr Name. Ja, wie gesagt, dann schicken Sie mir mal das Dokument zu. Hier, das ist vor Ihnen. Nehmen Sie es doch und schauen Sie drauf. Unterrichten Sie mal Ihre komischen Feuerwehrlehrlinge. Ey, also, wie gesagt, bei uns ist ich bin Azubi. Der Kanal ist weiter da drüben irgendwo, der Kanal. Ihr lass Kanal läuft über. Die ganze Scheiße liegt im Hof und auf der Straße. Sonst wären wir nicht hier von den Stadtwerken, ja? Zeigen Sie mir doch mal die Scheiße. Ja, die steht vor mir. Nee, wie gesagt, ich weiß davon überhaupt nichts, ne? Sie haben das Dokument und sind ausgehändigt. Wir haben auch keine Kanalreinigung. Schauen Sie, da steht bitte? Ihr Name. Ah, cool. Unser Stadtwerkfahrzeug steht einfach mitten im Boden. Naja, hier, Sie wissen, dass Sie sich strafbar gemacht haben. Sie machen sich strafbar, Sie behindern die Staatsmacht. Nee, Mittagspause. Ich brauche noch ein paar Bauzäune. Stehen, bitte. Meine Bauzäune sind weg. Die wurden mir abgenommen. Ich stelle den Bauzaun einfach da rein. Die Herren. So. Den Herrn von den Stadtwerken einmal bitte von dem Gelände entfernen. Oh, die Polizei kommt. Ich glaube, wir müssen da auch mal... Nee. Oh, die Polizei ist auf dem Weg. Drüber, was haben die denn gemacht? Oh, da müssen wir ganz dringend wieder weiter, glaube ich, zum nächsten, oder? Komm, schnappen Sie die, schnell! Hallo, einmal stehen bleiben, hey. Wir sind von den Stadtwerken, gibt's ein Problem? Haben Sie den Herrn nicht zugehört vom Securitas? Sie sollen einmal zu den Autos. Ja, einen Moment. Er von der Stadtverwaltung. Können Sie uns wegbringen kurz? Nein, Sie bleiben jetzt hier. Sie gehen jetzt den Polizisten her.
Ja, natürlich machen wir das. Wir machen erstmal Mittagspause. Dann reden wir. Einsatzalarm. Einsatz! Was ist passiert? Der Herr Hauswirt, der hat uns beauftragt. Da ist er, dass hier wir das ganz absperren. Der Hauswirt hat Ihnen befohlen, dass Sie das alles hier absperren. Schauen Sie sich mal dieses Dokument an. Hier steht drauf vom Herrn Hauswirt. Das hat er letzte Woche bei der Stadt eingereicht, dass wir hier Kanalarbeiten machen sollen. Jetzt sind wir hier angekommen. Kennen Sie ja bestimmt meinen Vornamen, oder? Na, selbstverständlich. Kennen Sie bestimmt auch meinen Vornamen. Mein Kollege kennt auch Ihren Vornamen. Ja, natürlich. Marcel Hauswirt steht doch da. Schauen Sie, das steht Marcel hier. Marcel Hauswirt. Oder wollen Sie uns unterstellen, das ist Fake? Wer ist denn Ihr Vorgesetzter? Herr Hauswirt, kommen Sie dann einmal bitte rüber. Also ich bin jetzt verwirrt. Wer ist denn Ihr Vorgesetzter? Ich bin ganz verwirrt, weil hier steht... Herr Mümpfel. Herr Mümpfel. Wenn Sie mit den Bauarbeiten anfangen wollen, dann haben Sie das doch einmal mit der Feuerwehr abzusprechen. Sie können eigentlich einmal irgendwie in die Halle gehen. Wir haben sogar angerufen. Darüber nachdenken. Wir haben sogar angerufen. Und deswegen werden wir jetzt gerufen. Na, weil irgendein Lehrling nicht Bescheid weiß. Ja, bitte geben Sie mir einmal Ihren Personalausweis. Ne? Ja. Können wir auch mal Ihren Personalausweis geben? Danke. Ja, selbstverständlich. Hier ist mein Personalausweis. Zeigen Sie mir den bitte einmal in die Hand geben am besten. Dann bitteschön, schauen Sie ihn sich an. Können Sie lesen? Wie heißen Sie denn? Ich kann darauf nichts lesen. Wie? Ich da einmal... Können Sie nicht lesen? Da ist eine Dame drauf. Ja, ich war damals etwas hübscher. Muss da mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben einen Auftrag. Oh, ein Auftrag? Wir haben einen Auftrag. Wir müssen ganz schnell weiter. Wenn Sie da einsteigen, dann taser ich Sie. Ich sagte zum letzten Mal. Wir haben einen Auftrag. Wir müssen hier weg. Bleiben jetzt bitte stehen. Sie entziehen sich an seine polizeilichen Maßnahmen und ich darf Sie tasern. Oh nein. Also, Sie haben jetzt die Wahl, stehen zu bleiben. Oh nein. Letzte Warnung jetzt. Ah, perfekt, Digga. Hä? Ach, machen wir die Nummer. Nee, komm, das ist ja schon wieder... Schnell weg! Schnell, schnell, Michael! Fahr, schnell! Schnell, Vollgas! Oh ja, das haben wir gut hinbekommen hier. Das war aber wirklich knapp. So. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Aber was denn? Die Kunden sind zufrieden. Darauf kommt's doch an. Ja, die sind sehr zufrieden, die Kunden. Ja, richtig. Aber ich glaube, wir konnten den Kanal noch nicht komplett reinigen. Noch nicht ganz. Ich glaube, wir müssen dann nochmal wiederkommen. Also, sag mal, Kollege, wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Ich? Rudolf. Ja. Kannst du mich Rudi nennen? Okay, Rudi. Willst du auch wissen, wo ich herkomme? Ja. Aus Buddeln oder... Genau daher. Oh, ein Einsatz. Das ist aber jetzt schade. Einsatzalarm. Was ist das denn hier? Ja, wir sind gerade am Arbeiten. Würden Sie uns bitte arbeiten lassen? Hey! Nee. Lassen Sie die Zäune bitte stehen. Ganz sicher nicht. Hey, hallo. Die entfernen einfach die Zäune. Das geht nicht. Da muss ich mit dem Bagger rein. Achtung! Bagger steckt fest. Hat sich leider verhakt. Oh, das ist blöd. Ihr kommt jetzt hier raus. Und zwar zackig. Ja, wir müssen erstmal schweißen. Der Stromkasten ist kaputt. Ja, nix da schweißen. Strom ganz lassen. Können Sie auch schweißen? Wollen Sie uns helfen? Bitte. Herr Hauswirt. Ey, wow. Was ist denn hier schon wieder los? Wofür werdet ihr eigentlich bezahlt? Die wollen jetzt unser Haus abreißen oder so. Keine Ahnung. Nee, wer sagt denn sowas? Wir sind hier nur den Strom am reparieren. Ja, man steht hier nur mit dem Bagger und schweißt und den Strom hier kaputt. Besser schweißen als scheißen, ne? Herr Hauswirt. Ja, sie sind Schweißer ohne Wehen. Scheißer. Unterbrechen Sie bitte Ihre Arbeit jetzt hier. Nein, das ist wichtig. Sonst fackelt die ganze Bude ab. Ja, die Bude fackelt ab, wenn sie da rumschweißen. Die Bude wird abfackeln, wenn sie uns jetzt hier daran hindern. Das ist wirklich wichtig. Gehen Sie ein bisschen auf Abstand. Aber jetzt hier drin nicht ab. Bitte 2 Meter Abstand, Herr Hauswirt. 2 Meter. Sind 2 Meter. Das ist wichtige Arbeit. Zeigen Sie mir mal die 2 Meter. Fragen Sie Ihre Mutter. Herr Hauswirt, ich poliere Ihnen gleich die Fresse. Geben Sie uns ein Bier, dann gehen wir vielleicht. Die Lage wird langsam ein bisschen brenzlig. Wo ist denn hier der Kühlschrank? Wir brauchen ein Bier. Ihr habt hier nichts zu suchen. Soll ich die Pole rufen? Wo ist denn die Toilette? Ich muss ganz dringend scheiße nach dem Schweißen. Ich möchte, dass Sie das Gebäude verlassen und Sie haben erstmal vorerst wirklich Ihr Hausverbot. Das geht gar nicht, was Sie hier machen. Ich sehe hier kein Problem. Ich putze Ihnen sogar den Boden, Herr Hauswirt. Ja, das macht jeden Abend die dicke Bertha. Ach, ist das hier ein Familienbetrieb oder was, wenn die Tante Bertha das hier macht? Naja, das ist meine Tante. Wir sind das arbeitende Volk. Wir sind das schwer arbeitende Volk, Herr Hauswirt. Können Sie jetzt aufhören, uns zu belästigen? Ja, das glaube ich Ihnen, aber wie gesagt, machen Sie bei der Polizei, da muss auch der Kanal, weil... Herr Hauswirt, Sie wollen, dass wir das bei der Polizei machen. Sie wollen, dass wir zur Polizei. Ihren Auftrag entgegen. Alles klar, Herr Hauswirt. Ja, da gehen wir hin. Da können Sie auch gerne den Hof aufreißen. Alles, was bei der Polizei ist, aufreißen. Ja, gut, wir haben ja hier Ihre, alles hier aufgenommen von Ihnen mit dem Handy. Da zeigen wir den Beamten. Perfekt, danke für die Genehmigung. Kriegen Sie auch von der Polizei schönes Geld. Sehr gut, sehr gut. Oh, Polizei. Schnell, Polizei, schnell weg hier. Wo ist unser Fahrzeug? Schnell einsteigen. Wir müssen dann dringend weiter. Nächster Auftrag wartet schon. Sie müssen weiter. Oh, guck mal, da kommt Verstärkung. Die rufen wirklich die Polizei. Scheint ja ein Großeinsatz zu sein. Und das alles nur wegen einem Auftrag. Ey, wie viel kommt denn hier? Oh nein. Oh, meine Fresse.
Für die Polizei hat das Fahrzeug. Motor ist noch auf dem Bürgersteig. Wir müssen tatsächlich unseren Auftrag erstmal vollenden, ja? Sonst geht hier gar nichts. Ja, erstmal kommen Sie jetzt beide auf den Bürgersteig, ja? Ja. Können Sie vielleicht die Herren so, mal kurz aus dem Bild? Sie drei fahren jetzt einfach mal bitte weiter, ja? Wir wollten nur fragen, ob wir helfen können. Hä? Oh, ich habe eine Waffe. Entschuldigung. Ich schwöre. Der hat eine Waffe gezogen. Schnell, fahr. Schnell weg. Ich habe so viel Angst gerade. Was ein Glück, dass die zufällig vorbeikommen. Warte, guck mal, ob die vorbeifahren. Das wäre so dumm. Die sehen dich. Fahr doch wenigstens hinter das Ding. Nee, guck mal. Oh mein Gott. Ey, du hättest wenigstens hier hinten hinfahren können, aber das funktioniert ja sogar. Ja, nee, das ist doch nicht mal. Ist doch nicht mal notwendig, ne? Dann krieg ich ganz große Schmerzen. Später. Hier, der Laden, der ist. Ich glaube, da wurde ein Leck gemeldet. Packst du die Zäune aus? Schnapp dir schon mal was. Es gibt sogar Gerüste. Was? Es gibt Baugerüste sogar? Oh, wir haben hier sogar Fassadengerüste, wie ich sehe. Guten Tag, die Stadtwerke, machen Sie mal auf hier. Machen Sie die Tür auf. Die Stadtwerke sind hier. Guten Tag. Aufmachen, sehr gerne. Ja, bitteschön. Ja, perfekt, danke Ihnen. Wir haben einen Auftrag vom Chef. Wir sollen mal nach dem Stromkasten gucken. Wo ist der denn? Ja, dass der Stromkasten drin ist. Ja, sicher ist hier ein Stromkasten. Da, wo Strom ist, ist auch ein Kasten. Ah, hier ist das. Aha. Ich glaube, hier muss noch zur Sicherheit einmal das Ganze abgesperrt werden. Zur Sicherheit muss auf jeden Fall hier ein Bauzaun hin. Ja, und jetzt, Sie wollen Stromkasten, jetzt buddeln Sie hier oder bohren Sie. Ja. Die Leitung. Die Leitung, die ist gebrochen, da ist ein Leck. Okay. Wollen Sie uns jetzt helfen oder weiter dumm rumstehen? Wir sollen mit Ihnen bohren. Ja, nehmen Sie uns die Bohrer mal ab, bitte. Hier, nehmen Sie meinen Bohrer. Ja. Wunderbar. Gut, dann, Mittagspause, Kollege. Mittagspause. Ne? Da haben wir zwei Dumme gefunden. Bitte weitermachen. Wenn dann bohren wir zusammen hier. Okay, wir machen zusammen. Machen Sie jetzt weiter. Komm, hier. Warten Sie bitte eine Sekunde, wir holen kurz nochmal einen Zaun zur Absicherung. Guck mal. Jetzt bohren die für uns einfach. komm, wir fahren. Wir müssen hier ganz schnell weg. Oh Gott, Junge, was machen wir hier? Was tun wir da? Oh Gott, was machen wir? Also zu euch als Info, wir haben da Schadstoffwerte beim Tabakfeld gefunden. Das muss umgegraben werden, das Tabakfeld. Könnte ein bisschen dauern, die Bagger sind nicht allzu schnell. Später. Achtung, einmal bitte beiseite. Achtung, einmal bitte Platz machen. Gehen Sie auf Seite. Feuerwehr, gehen Sie beiseite, bitte. Hallo, was machen Sie hier? Jungs, ich kann Sie leider nicht verstehen, sorry. Können wir bitte einmal hier durchfahren? Einmal bitte durchfahren. Was ist das hier für eine Scheiße? Was wollen Sie mit den Baggern? Wir müssen das Feld umgraben. Ja, das können wir Ihnen sagen. Ja, dann soll der Feuerwehrwagen mal hier. Ja, wir sind nicht zu wendig, verstehen Sie? Hallo, bitte laus. Au, Mein Gott, was ist denn das? Ah, Sie haben ihn umgefahren. Fahren Sie doch den Herrn nicht um. Ich brauche ganz schnell Werkzeuge. Hol Zaun, Igor. Holst du Zaun, ja, Bruder? Wir brauchen ganz viel Zaun. Schnell. Da sind die Besitzer. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. So, wie können wir Ihnen jetzt helfen? Wer hat denn den Auftrag gegeben? Das war der Herr Hauswirt. Okay, und was machen Sie jetzt? Was haben Sie denn jetzt hier vor? Na, wir müssten tatsächlich dieses Feld umgraben. Es hat ein paar Schadstofffehler gegeben. Und die Leitungen sind gebrochen. Ja. Wir müssen mal kurz durchfahren mit dem HLF. Ja, aber du hast doch gerade ein Schild aufgestellt. Wie soll es jetzt gehen? Feuerwehr Rheinstadt möchte durch. Nein. Oh, weia. Ist das hier die Klimakleber oder was? Ach. Achtung. Einmal bitte auf Seite. Achtung. Vorsicht. Bleiben Sie jetzt weg vom Feld. Fahren Sie Ihren scheiß Bagger da wieder runter. Fahren Sie doch Ihr scheiß Fahrzeug hier runter. Lassen Sie uns arbeiten. Fahren Sie doch einfach mit Ihrem scheiß Bagger hier wieder runter. Hören Sie auf zu diskutieren. Einfach durchfahren. Zeigen Sie uns doch mal die Papiere, dass Sie hier arbeiten dürfen. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen Papiere zeigen muss. Ja, doch. Nee. Sie sind die Verantwortlichen für das Feld hier. Also zeigen Sie Papier. Ich muss Ihnen gar nichts zeigen. Sie müssen das ist ein offizieller Auftrag. So, passen Sie mal auf. Was? Von wem? So, ich arbeite jetzt. Fragen Sie meinen Kollegen und nicht mich. Wer ist der Verantwortliche bei Ihnen? Wer ist der Verantwortliche hier? Aber wir brauchen noch ein paar mehr von dem Klönchen. Ich auch nur arbeiten. Ich nur Geld verdienen. Dann machen wir es halt auf die klassische Art und Weise. Nein, bitte keine Polizei, bitte nicht nochmal. Alter, was wollt ihr hier, Mann? Wollt ihr mich verarschen oder was? Was macht ihr hier auf unser Grundstück? Na, uns wurde gesagt, wir sollen das Feld umgraben. Was macht ihr hier? Was wurde euch gesagt? Willst du mich verarschen? Dann gib mir ein Dokument oder sonst was, Alter. Was ist denn los mit dir? Kannst du nicht einfach auf unser Grundstück kommen und meinen, hier die Scheiße umzugraben? Dokument, nehmen Sie. Das ist tatsächlich so. Ja, wie lösen wir denn jetzt das Problemchen hier? Na, wir brauchen erstmal mehr Zäune. Zäune versauen ja alles. Wir wollen hier arbeiten. Was macht ihr hier? Ey, hallo.
Das ist für die Sicherheit. Die Zaunfabrik, was ist das hier für ein Triss? Das ist für die... Sicherheit leckt mich am Arsch. Das ist für die Sicherheit. Wo gibt's hier Sicherheit? Wir sind ja auf dem Feld. Wofür braucht man hier irgendwelche... was ist das? Na, sie könnten stolpern und sich wehtun. Antanzen! Hallo, Antanzen jetzt hier! Der flippt ja komplett aus, Junge. Mehr Zaun. Mehr Sicherheit. Sicherheit. Hallo. Gleich Zaun. So viel Zäune brauche ich für das scheiß Zoo, Alter. Was ist das? Mehr Zaun, mehr Sicherheit. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, und weil hier so viele Autos fahren, gibt es hier Verkehrsunfallgefahr oder was? Das ist was? Eine Autobahn, das ist schon vergessen. Digga. Mehr Zaun, bitte, mehr Zaun. Hallo, kann ich jetzt einmal mit dem Verantwortlichen hier sprechen, verdammte Scheiße? Möchten Sie noch einen Zaun für zu Hause haben? Wenn ich doch einmal Zaun höre, dann, ey. Boah. Wollen Sie kaufen Zaun? Soll ich dir genau sagen, was ich kaufen will? Zaun zum Mitnehmen vielleicht? Also wenn ich was wollen Sie denn für so einen Zaun zum Mitnehmen haben? Ruhe jetzt hier, ich will keinen Zaun kaufen. Ich will keinen Zaun kaufen, ich will keinen Zaun hier haben. Dreh dich um und guck dir diese Zaunlandschaft hier an. Das ist kein Feld für Zäune, es ist ein Feld für Tabak. Stimmt, wir brauchen noch mehr Zäune. Man kann nie genug Sicherheit haben, merken Sie sich das. Wir haben auch noch ein paar Gerüste dabei. Und vor allem, wie habt ihr die aufgestellt? Was wollt ihr denn jetzt mit Gerüst? Was zum Teufel passiert hier, Alter? Also ich sehe jetzt nicht, wo ihr Problem liegt. Wir sorgen dafür, dass hier Sicherheit herrscht auf dem Tabakfeld. Das Problem liegt da. Lassen Sie mich mal bitte ausreden. Was für Sicherheit? Nehmen Sie mal Luft. Nehmen Sie mal kurz Luft. Ja. Wer soll denn nach dieser Scheiße? Wir sorgen dafür, dass sich niemand verletzen kann auf diesem Tabakfeld, okay? Und dafür sollten sie uns eigentlich danken. Verletzen werden sich die Leute, weil ihr die Scheiße hier aufbaut. Ihr fahrt mit Baggern hier rum, ihr stellt Zäune auf. Zäune sorgen für Sicherheit. Zäune sorgen für Scheiße. Ich glaube, ich hab mal eine Frage. Oh, ich drehe hier am Rad, Alter. Ich hab eine kurze Frage. Ich glaube, der Herr dreht gleich am Zaun. Da, wo sie stehen, wurde einen Zaun vergessen. Könnten Sie mal... Alter, wenn... Ja, halt die Schnauze, Zaun vergessen, gibt es nicht. Zäune gibt es hier genug. Ich will hier keine Zäune haben auf dem Grundstück. Haben Sie vielleicht noch einen Zaun dabei? Wenn ihr hier ein Baugerüst hier aufstellt, wenn ihr noch einen Zaun aufstellt, noch einen Basketballkorb oder sonstige Scheiße. Leute... Ich glaube, wir bauen ein wunderschönes... Wir brauchen ein Baugerüst. Wir brauchen mehr Zaun. Das Einzige, was ihr baut, ist jetzt auch ein Weg nach Hause. Ihr macht einen Scheiß mehr Zaun. Ja, Suichi ist tot. Der wurde überfahren vom Bagger. Vom Bagger, wer hätte es gedacht? Ich glaube, wir haben ein Problem. Hallo. Das ist der Rudi, das ist der Einsatzleiter. Der kann ihn da alle ausgemüllt zu Schauen geben. Sie mal hier auf diesem ein Dokument. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Lucy Midori. Ich bin die Geschäftsführerin mit von Chainsmokers. So. Jetzt bitte, einmal Ihren Namen. Also, ich bin der Rudi aus Buddeln und das hier ist das Dokument, was uns ausgehändigt wurde. Da steht ganz klar drauf, können Sie vielleicht den Schreihals mal kurz zur Ruhe bringen, damit wir uns unterhalten können? Aber natürlich. Hier steht ganz klar drauf, ich kann mich nicht, dass wir heute herkommen und diese Zäune hier zur Sicherheit Ihres Feldes aufstellen. Und ich finde, wir haben unsere Arbeit ziemlich gut vorrichtet, wenn man sich das mal so anschaut. Also erstens. Das da? Ja, erstens muss ich sagen, hätten Sie sich vorher ruhig ankündigen können. Zweitens, wo haben Sie denn bitte schön Ihre Ausbildung gemacht? Das, was da jetzt gerade steht, ist ein... Ich habe Ausbildung bei Libanon gemacht. Also das, was da jetzt gerade steht, hat nichts mit Sicherheit zu tun oder sonstiges. Naja, hat sich jemand verletzt, seit wir hier also sind? Also keine Ahnung. Drei Leute überfahren. Das sieht jede Baustelle in Polen besser aus als das hier, Mensch. Ich glaube, das liegt daran, dass wir noch ein wenig genug Zäune aufgestellt haben. Schauen wir uns das einmal an, was wir hier fabriziert haben. Ich bin da ziemlich stolz drauf. Sag mal, Sie haben den Dachler... Wie immer mit Zäune. Ich bin sehr stolz auf unser Werk. Aber Herr Kollege, ich habe da eine Frage. Ja. Wer räumt das hier eigentlich auf? Ja, das werde ich dann wohl machen müssen. Das wollte doch Herr Hauswirt, oder? Ja. Die Zäune stellen ich glaub, die Zäune wir müssen auch jetzt wieder schön hier... Ich glaube, wir müssen Mittagspause machen. Wir fahren mal in die Stadt was essen. Wir kommen dann später wieder. Nein. Wir kommen dann später wieder nach der Mittagspause, ja? Ihr räumt die Kacke. Keiner will euch hier. Leute. Das ist kein Rassismus, nur meine persönliche Meinung. 20 nach 11? Ja, Nachtpause. Das ist eine Nachbaustelle. Kommen Sie mit, Kollegin. Kommen Sie, Kollegin. Schnell, Kollegin. Schnell. Fliehen Sie von der Baustelle. Ah, da kommt unser Fahrzeug ja schon. Wo ist der andere? Ah, da kommt der Kollege. Ah, oh. Alter, meine, der gestolpert. Das sah nicht gut aus. Mehr Zäune. Das könnte das Problem echt beheben.